Heppa! Und raus mit den Wobblern. Und es scheint, als ob die hier tatsächlich ganz gut laufen. Ja, heute Mittag hatte ich ein bisschen mit Freddy Goldfisch geschrieben und der Lümmel hat hier ordentlich rausgezogen. Die Wobbler an der Achtuba an verschiedensten Spots. Und ich habe bisher, weil ich gerade hier in der Nähe war, auch nur diesen einen Spot hier im Test. Probiere gerade, ja, verschiedene Höhen natürlich wieder aus und verschiedene Hakengrößen. Und ja, war vorher noch an anderen Stellen und muss sagen, jetzt hier an der Stelle, die ganzen Wobbler, das sieht doch schon richtig gut aus. Also größenmäßig schon richtig, richtig gut. Und wenn hier vielleicht tatsächlich Wobbler als Trophy reinballert, mega geil. Das wäre ja der absolute Oberhammer. Ja, und ich jetzt, ja, ich muss testen, ne? Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Gerade jetzt hier in den Abendstunden. Und ich hoffe dann auch nochmal, dass das in der, ja, in der Nacht auch nochmal ein bisschen geht. Beim letzten Wobbler-Video hatte ich ja nachts dann so ein bisschen aufgehört weiterzumachen. Bis mir dann aufgefallen ist, dass tatsächlich auch nachts die Dinger reinballern. Das war dann letzte oder vorletzte Woche, wo dann hat dann tatsächlich auch ja, nahezu Wobbler-Trophys gefangen wurden in der Nacht. Also durchaus möglich. Ich hoffe allerdings, dass das jetzt hier so vom Setup her passt. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich nicht nochmal ein bisschen feiner reingehe. Nochmal dünnere Schnur, um vielleicht ja einfach noch weniger Scheuchwirkung zu haben. Also, das müssen wir ausprobieren. Gucken wir mal, ob jetzt vielleicht gerade noch einer reingeht. Einfach hier schön lang treiben lassen und dann ändere ich nochmal auf eine andere Schnur. Ich glaube, der Test war bisher lang genug. Es ist bisher nichts deutlich Größeres reingegangen, was jetzt hier zum Beispiel den Spot gefährlich machen würde für eine andere, für eine dünnere Schnur. Von daher wäre es ja durchaus eine Möglichkeit, das einfach mal zu testen. Gucken wir also einfach mal, ob da noch was geht. Jo. Also, ich glaube, ich kurbel ein. Hier will jetzt gerade nichts. Manchmal gehen die auch so ein bisschen dahinter. Aber meist sind die halt direkt hier vorne, ne? Sind die halt so vorne reingegangen. Ich hatte auch schon hier vor durchtreiben lassen. Ging auch, aber am besten ging es halt wirklich da hinten. Also, so sieht das Setup jetzt gerade aus. Gucken wir einfach mal kurz rein. Natürlich, wie immer, ne? Übertrieben hier mit der Matchroute, mit der Tagara drauf. Klarer Fall, ändere ich auch nicht mehr. Ich angel auch auf die kleinsten Fische hier mit diesem übertriebenen Setup. Alleine schon wegen der plus 5% Bonus aufs Posenangeln, plus 2 nochmal auf die Match, also auf die Montagearten. Das ist einfach Bonus, was mir vielleicht nochmal eher die Chance bringt auf mehr oder größere Fische. Das ist halt das A und O. Das nehmen wir natürlich im Endgame alles mit. Das gesamte Setup ist trotz allem eben gerade nur auf 5,5 Kilo eingestellt. Und da gehen wir jetzt nochmal von runter. Und zwar auf 3,1 Kilo. 12er Haken, Eintagsfliege mit Eintagsfliegenlarve. Bremse natürlich wieder runter machen. Ich bin übelst gespannt. Kick das jetzt hier nochmal richtig rein. Kriegen wir vielleicht jetzt hier nochmal eher den Wobbler, vielleicht sogar in Trophy-Größe. Bisher müssen wir mal noch mal eben kurz reingucken, gewichtsmäßig bisher 294 Gramm, der größte Wobbler. Ich habe allerdings auch schon ein bisschen rumgespielt mit den Hakengrößen. Ich habe angefangen mit einem 14er Haken, jetzt gerade eben hier noch zwischendurch mal einen 10er Haken genommen, jetzt wieder auf einen 12er Haken gegangen. Also einfach ein bisschen rumprobieren, damit, zack, damit man dann auch so ungefähr, ja, so ein bisschen rauskriegt, was mögen die denn am ehesten und was ist wichtig für die Brocken. Ja, die wollen wir natürlich nicht. Die brauchen wir nicht. Und wenn das gleich läuft und wenn ich gleich sicher bin, das ist der richtige Haken, richtige Tiefe. Ich bin jetzt hier bei 80 cm Tiefe. Wir gucken gleich nochmal genau. Ich meine, es sind 80 cm. Und ja, Entfernung und sowas. Dann kann man hier vielleicht auch nochmal mit einem zweiten Setup sich hinstellen, dass man dann schön parallel das mit zwei Routen durchlaufen lässt.
Aber dafür muss ich mir erstmal noch ein bisschen sicher sein, dass das hier auch gut läuft. Ich weiß gar nicht, kann man hier gut abstellen? Ja, kann man. Na, das wäre doch schon mal eine Möglichkeit, dass man dann hier gleich das zweite Setup hinstellt. Zack, und dann geht der nächste, jawohl. Aber auch klein. Und wieder Wobbler. 137 Gramm. Na, aber das wäre natürlich richtig gut, ey. Wenn das hier klappt an der Stelle. Ich baue einfach schon mal nebenbei das zweite zusammen hier auf 3,1. So, hier gehen wir natürlich auch wieder fein und klein rein. Wobei, hier testen wir einfach jetzt mal ein bisschen größer. Oder einfach auf einen 16er. Komm, wir nehmen mal einen 16er. 16er hat doch, glaube ich, auch letztens, habe ich doch irgendwo wieder gesehen. Und, zieh. Und zu spät. Siehst du, das ist immer das Schlimme, wenn man mit zwei Routen rumhantiert. Dann muss man auch echt die Augen drauf haben. So, Tiefe. Gehen wir auf 80 cm. Ich glaube, das reicht. So. Zack. Und ganz wichtig natürlich jetzt wieder die Bremse richtig einstellen. Maximale Einholgeschwindigkeit. Bremse locker runter. Hochstellen kann man sie immer noch. Und dann hoffen, zack, da geht sofort was rein schon. Hui, okay, deutlich höher darf ich die wirklich nicht stellen. Sichling, ne, die wollen wir nicht. Oh ja, Sichlinge gibt es natürlich auch hier. Und die können natürlich auch groß werden. Aber bisher, ja, sieht es gut aus. Ja, jetzt heißt es natürlich, hoffen, dass auch tatsächlich in der Nacht was reingeht. Von der Position her habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ne? Gerade mal gucken. Wir sind hier. Können wir jetzt rangehen? Ja, gehen wir einfach mal kurz. Hier unten auf, quasi auf E7, direkt an der Kante hier am Rand E7. Man muss also hier mit dem Boot rüberfahren oder bis hierhin. Hier kann man auch aussteigen. Und dann kann man eben hier rüberlaufen. Und dann läuft das. Es gibt hier zur Orientierung zwei von diesen Hölzern. Bisschen weiter hier drüben in der Kurve. Da ist nochmal so ein Holz. Und ja, hier an diesem Baumstamm da dann einfach vorbei treiben lassen. Ich hatte bisher auch noch keinen Hänger. Das ist schon mal gut und übelst praktisch. Also bisher noch nichts verhakt. Toi, toi, toi. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Und ja, bisher auch von der Köder-Kombi sieht das gut aus. Es gibt natürlich auch noch andere Köder-Kombinationen. Da vielleicht einfach mal reingucken in die wöchentlichen Rekorde. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch Borkenkäferlarve, dass wir das noch vielleicht mit reinnehmen in der Kombination. Hatte ich bisher noch nicht gemacht. Ich war bisher wirklich schon zufrieden. Frequenz ist gut, Größe ist schon mal ganz gut. Also durchaus eine Möglichkeit. Es gibt noch zwei weitere Spots. Die sind hier. Also einmal hier oben in dem Bereich und einmal hier direkt an dem, in der Nähe von dem 4-Meter-Loch. Koordinaten blende ich gleich noch mit ein, beziehungsweise gucken wir gerade mal eben. Da haben wir es doch, genau, da hat er es doch geschrieben. Auf 31, also 131, 121. Nein, wrong, fail. Komm, ist der Fisch noch dran? Jetzt, okay. Ah, gefettfingert. Da, 324, sehr schön. Werden sie in der Nacht sogar noch größer? Ist das der Hammer? Wir gucken gleich nochmal in die anderen Koordinaten rein. Eben direkt nochmal auswerfen. So, locker durchziehen. Also, Koordinaten. Vom Freddy Goldfisch, der Wobblerangler, Alter. 131, 121, 75 cm Tiefe und auf 63, 133 sollen die Seelauben laufen. Ah, okay. Seelaube also hier in dem Bereich und hier auch nochmal Wobbler. Also jede Menge Möglichkeiten gerade hier an der 8 Huber nochmal schön mit der Pose zu hantieren. Er war, glaube ich, die ganze Zeit mit der Stippe unterwegs, also für alle Stippangler. Drei Positionen mit diesem hier, drei Spots, wo man sich hinstellen kann und auf die gesuchten Fische gehen kann. Seelaube interessiert mich auch nochmal richtig, das wäre auch durchaus eine Option, dass ich das hier nochmal teste in dem Bereich. Ist natürlich immer praktisch, wenn es direkt auf der Spawninsel ist, also da, wo man nicht irgendwie extra noch das Bootsticket sich holen muss.
sondern quasi direkt da ist, wo man hin will. Ja, im Großen und Ganzen ist es das aber, glaube ich, auch schon wieder. Wir haben hier alles, sämtliche Infos, ihr habt sämtliche Infos. Setup, wie gesagt, relativ klein, immer lieber feiner und kleiner reingehen. Vorsichtig natürlich anfangs testen, wenn man merkt, es geht da nichts Großartiges rein, also keine dicken Brocken. Dann richtig schön fein reingehen. Und ich hoffe jetzt natürlich weiter endlich auf meine Wobbler Trophy. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Riesenvorteil, wo ich hier gerade Candyman sehe. Er hat Giebel Trophy gefangen mit 2 Kilo. Das ist natürlich immer der Nachteil hier gewesen, in diesem Enddarm am Ende hier sozusagen. Oder in diesem Seitenarm. Hier waren immer die ganze Zeit Giebel. Giebel, Giebel ohne Ende. Hier jetzt gar kein Giebel, nichts Großes, ganz entspannt. Wenn was reingeht, dann meistens Wobbler. Also zieht raus die Brocken, gönnt euch hier den Wobbler. Toi, 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 viel Erfolg. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir und hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.